Oh Mann, warum geht das jetzt wieder einmal? Verstehe auch nicht warum. Willst du mich verarschen? Was das sind jetzt gewesen? Auf Arbeit hatten wir jetzt am Mittwoch die ganzen Sachen verteilt, die uns die Patienten mitgebracht haben. Und da hatte der Doktor gesagt, hier, wer möchte, hat eine Patientin mitgebracht für mich. Ey, das bringt sie jedes Jahr zu Weihnachten mit. Es ist so stark und so extrem. Also wer möchte, der... Er kriegt nämlich von einer Patientin nämlich ein 56%igen Spezialkräuterlikör mit. Dr. Pott. Und zwar Landsöl. Für hochprozentigen Langzeitschmierung. Hier aus Deutschland produziert. Hat er gesagt, also das ist wirklich heavy. Wenn du das trinkst, dann ist... Ui, hat er gesagt. Andere Frage, kennst du Doppelmalzbier? Weil meine Freunde trinken ganz gerne Doppelmalzbier. Ich hätte gerade nur gesagt, ich hätte nur ein Malzbier. Kein Fan von Bier. Oh ne, nicht unbedingt. Das ist mir so bitter. Schmeckt mir nicht. Ich bin ja lieber so ein Mischgetränk-Trinker. Davon kann ich tatsächlich 20 Flaschen trinken. Athens Segen erhöht. Nice. Bierschädel. Ups. Hä? Wo bin ich? Ah, da war ich. Ah ja, ich hab beim Mermaid Hideout hier dahinter ein Schiff gesehen. Naja, wie gesagt, dahinter in der Ecke ist ja. Ist ja der Fort. Ne, direkt beim Mermaid war ich dazu. Achso. Wird ja dann sehen, wie lange noch da ist, wenn wir da ankommen. Ich habe das Gefühl, dass das Boot bewegt sich nach links und nicht, dass es wieder wie das eine Mal nach rechts so fliegt, weil es zu sehr irgendwo rangedrückt ist. Eine Kiste voll Schädel. Nee, das ist kein Schädel. Das ist auch kein Schädel. Das ist ein Spiel. Also hier, deins.
Rubine bei dem Handelsbund? Von mir aus können wir machen. Also ich bekomme zu meiner Firma meistens immer eine Flasche Sekt. Also ich denke, was soll ich damit? So, nice, Sekt. Ja, lecker. Ich habe jetzt schon 3 Flaschen immer noch bei mir rumliegen. Weil die haben übrigens auch keinen Bock haben auf den scheiß Sekt. Haben die einfach mir gegeben. Echt gehört die Blumen bekommen. Wegen Leather wahrscheinlich. Echt geht, die ja blaue? Naja, naja. Du kriegst doch echt, du kriegst doch rechts drauf die Dinge. Was ist noch überhaupt hier? Eine Kiste noch hier. Würze. Das finde ich auch so cool, dass sie halt auch in dem, wo du nichts bezahlen musst, auch trotzdem echt Geld verteilen. Echtgeldwährung, um dir zum Beispiel auch noch einen Haus hier zum Beispiel irgendwann mal zu leisten. Kann man Feuerwerkkörper verkaufen überhaupt? So, die Kiste? Die Kiste kannst du verkaufen, aber nur wenn die voll ist. Achso. Dann versuchen wir das voll zu machen. Nee! Nee! Ah, die Hause reicht. Sandy Shallows. Sandy. Müsste hier auf unserer Seite irgendwo sein. Ist eine kleine Insel. Sieht aus wie in so ein See, sieht aus wie eine große Sandbank um die Hauptinsel herum. Ja, Norden. Sehr weit nach Norden. Über ja. Sanctuary sogar. Ist zwischen Smuggler Bay und Sailor Bounty. Jetzt haben wir nämlich hier nur gerade 2 Sailor's Bounty und Sandy Shallows. Ja, können doch nur 5 maximal. Ich weiß aber, wer. Warte mal, heute angenommen? Ach, du kannst heute angenommen! Das ist für den Tag! Das ist hier für ich, für den Ingame-Tag! Jetzt kann ich wieder 0 von 5 nehmen. Du kannst wieder Sachen nehmen. Ich sehe hier gerade heute angenommen Karten 0 von 5. Wir müssen noch nach Crook's Hollow. Für die Grabe-Quest, die wir hier haben. Dann werde ich mal Crook's Hollow nehmen. Müssen wir auch nach Devil's Witch? Nein. Wo ist ein Barnacle Cave? Das war da auch irgendwo unten. Ganz unten. Ganz weit unten. Das haben wir markiert, glaube ich, schon. Haben wir? Oder war eigentlich nicht. Nee, Barnacle Cave war südlich gewesen, aber mehr in der Mitte. Das war in der Nähe von Ancient Spire. Ausposten. Kommen wir daran vorbei? Aktuell glaube ich ja nicht. Hm.
Dings Center Atoll und Barnacle Cay. Ja, die, ach schon, nee. Barnacle Cay, Barnacle Cay, Barnacle Cay. Ich hab jetzt gerade. Warte mal, lass mich mal kurz ran. Lass mich mal kurz ran. Nee, wie ist es hier? Ich hab nämlich Cutlass Cay, Cutlass Bay gemeint. Im Gedanken. Ja, Barnacle Cay ist hier. Können wir doch zum Beispiel noch einen Abstecher nach rechts machen, dann zu Agent Spire. Und was war noch? Da war noch irgendwas. Scheiße, was war denn das? Nehmen wir Barnacle Cay noch. Zwei Master ist dort. Wir sind gerade zwei Missionen für Devil's Witch. Aber auf dem, bei den Raids sind halt zwei Master, kann ich dir sagen. Wo ist denn irgendwo im Norden, ganz weit im Norden ist das Black Sand Atoll, oder? Black Sand Atoll? Atoll. Atoll. Ja, ist in der Nähe von Murrowed Arch. Ja, da bin ich nicht hin. Nähe von ich jetzt Old Faithful Island. Ah. Ja, ist auch so weit im Norden. Dann würde ich sogar sagen, lass uns noch die zwei Dinger hier von Devil's Witch nehmen. Da kommen wir auch einigermaßen dran vorbei. Ist ja unten im. Ah, nee, kommen wir gar nicht. Devil's Witch ist ganz rechts. Was du meinst, weil viel Felden, denk mal. Was denk mal? Auch das meine ich nicht. Nee, ja, aber andere, ich denk mal, du hast gedacht, da sind mehr. Ich kann mal. Aber Snake Island können wir mitnehmen. Mutinia Rock ist unten im Süden, oder? Mutinia Rock? Ja, neben Devil's Witch. Nehmen wir noch eine zweite für Devil's Witch oder nehmen wir Mutinia Rock? I don't know. Wir nehmen Mutinia Rock. Jetzt ist noch ein für Barnacle Cay. Gut, jetzt haben wir wieder ein paar Sachen. Also wir sind jetzt, jetzt haben wir Richtung Süden, ja? Ach, der Raid ist vorbei. Ne, ist auch nicht vorbei, der ist genau vor uns. Hey. Die stehen noch dort. Wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren. Wollen wir die schlagen? Wie werden wir schlagen von denen? Das sind zwei Master. Haben wir noch die Fässer rum? Ja. Ach stimmt, da ist das Ultra-Pulverfass zu verkaufen. Deswegen nehme ich das Ultra-Pulverfass und benutze es, um die wegzusprengen. Oder sag du, soll ich das Ultra-Pulverfass benutzen? Ist ideal. Oder willst du knapp 4500 Gold dafür haben und Reputation für den Handelsbund? Wir haben immer noch ein anderes Pulverfass. Wie ich gerade oben gesehen habe. Na denn? Zahltag. Ah, sogar 5200. Dann lass mal in diese No-Name-Insel geradezu jetzt fahren. Ah, scheiße. Das war ja noch mal links gesteuert. Boah, wo bist du denn eigentlich? Hinter dir.
Belohnung rang, Captain. Nächste Belohnung. Nee, das ist doch gar nicht. Das ist hier doch beim Fort, wo die gerade sind. Ja, wie gesagt, habt ihr im Fort gemeint. Du hast gesagt, die sind bei Mermaid Zelda weiter hinter. Es war vorher ein Schiff gewesen hinter Mermaid. Aber jetzt nicht mehr. Da habe ich mich ganz flüchtig nur gesehen. Kann sein, dass sie halt auch oder Linse war, haben die Quest gemacht und dann sind sie halt abgedüst. Vielleicht sind Sachen im Wasser? Da sind Flaschenpost, die gerade aufgesprungen. Ah. Transportmission. Außenposten Golden Sands, der leck mich drauf. Eine leere Schatzkiste. Stehen haben wir Musik. Ist hier vielleicht ein Ruderboot? Leider nein. Wenn ich mir ein Ruderboot geschnappt wäre, jetzt darüber geschippert. Lad doch nicht so lange, du Spiel. Netze. Alter, war nicht so hart, Junge. Du Spiel. Hier ist leider nichts nennenswertes. Sanctuary Außenposten, eine Lieferung. Ich weiß. Ach so, Sanctuary Außenposten. Nee, Golden Sands hatten wir. Die Ranzmission, die du aufgesammelt hast. Golden Sands, da möchte. Sollen wir die abholen? 21 Kanonenkugeln. Ne, weil wir nur die Flaschen dort gewesen, wie du gesehen hast. Achso, Charles muss wieder abheben. Charles, ne. Weißt du, was ich damit mache? Richtig. Kamado bite. Umbra. Hat die schon jetzt neue Dinger im Angebot? Nee, ich glaube nicht. Oh, jetzt sind die Flaschen kaputt gegangen. Das tut mir leid. Da, deine Flaschen habe ich dir gebracht. You look like a pirate with a pirate hotel. Was macht der denn da? Bam! Und so ein Rutschen. Darf ich das bis da drüber rüber zu schwimmen? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ich glaube nicht. Schon mal Richtung Westen fliegen und dort noch weiter zu. Wenn man jetzt halt away, vielleicht ist da ein Ruderboot. Bist du des Wahnsinns? Was sollen wir denn mit unseren ganz wenigen Kanonenkugeln, die wir noch haben, machen?
Da war ein Schuss. Die haben uns gerade angeguckt. Wir wollen gar nichts von euch. Noch nicht. Wir fahren zu Mermaids. Ihr könnt da euer Lootwetter machen. Haben sie gerade bewegt? Ich glaube ja. Weil ja vorher. Das hätten wir nicht diagonal jetzt sehen können, oder? Doch hätten wir, oder? Nee, doch, nee, hä? Sollen sie doch auf uns zukommen. Wir können ihnen zwar keinen Kampf leisten, liefern, aber ich glaube, du bist runtergefallen. Zimmer noch an. Ja, die vertrauen uns nicht. Das ist halt das normalste Spiel. Da ist ein Ruderboot! Und da ist, glaube ich, eine Kanone drauf. Wir haben irgendwie viereckige Schlaglöcher dort bei mir, wie ich da sehe. Alter, guck mal da. Da ist ein Ruderboot mit einer Kanone. Was mache ich denn? Nein, ich will doch gar nicht runter. Ich will erstmal das Pulverfass nehmen. Ich will Spaß haben. Ich ruder jetzt mit dem Ruderboot zu denen, ja? Oder wollen wir erst die Sachen hier looten und dann rübergehen? Weil wir machen uns da keine Freunde mit denen. Du machst mit denen keine Freunde auf einmal. Ja, ich möchte ein bisschen Beef. Ich hab schon mal das Pulverfass hier runtergeholt. Das Pulverfass stelle ich unten hin, bei den Kosmetik. Welche Kiste machst du? Welche Quest machst du jetzt? Ich wollte eigentlich die unten. Links unten machen. Links unten, dann mach ich die unten. Gut. Da ist der Stein, da ist die Palme. Das muss genau hier sein, aber. Man erkennt es, wo die sind, verkramt sind. Optisch. Alter, dieser Lex! Hallo, was ist das? Man erkennt es wirklich optisch, das, wo es liegt. Die sind halt, also man sieht es da, das ist leicht. Ich weiß das, hast du mir doch gerade erzählt. Du brauchst mich nicht erkennen, ich hab's doch gesehen. Du warst doch nicht bei mir, wo du gesehen hast. Hast du gesehen, dass ich gerade als Mensch jetzt ausgegraben habe? Hab ich gesagt, ja stimmt, hab's auch gerade gesehen. Na, erklärst du es mir? Ja, ich erklär's dann gerne. Oder eines Tages Ausbilder werden. Wenn überhaupt. Sag ich denn jetzt? Hallo? Ich stacke hier, am Stein. Jetzt. Fuck. Geister. Oh. Da ist der Stein. Da ist. Das. Hier. Was kann der jetzt machen? Also hat er dasht. Was macht der denn? 1, 2. So, jetzt gerade Skelette spawnen, ey. Verpisst euch. Goldbeutel aber auch. Ja.
ist die rote Blume. Dann muss es hier irgendwo sein. Ja, wo in der oben? Oh, eine Rubine haben wir hier liegen lassen. Kiste. War wetten leer? Alter, die ist fast voll. Noch zu blocken, Junge. Kann schon sagen. Du hast den Toten nur länger herausgezögert. Dunkel werden, das ist ja widerlich. Ich höre gerade Kanonen. Ich auch. Schießen die zu uns? Die schießen irgendwo rüber. Ich sehe aber Schüsse bei uns, wenn wir rumfliegen. Nee, also wenn du da hinten guckst. Da ist ein Skelettschiff rechts von uns jetzt gerade. Also genau links jetzt von dir ist ein Skelettschaluppe. Die schießen gerade über die Insel hinüber. Vielleicht ist ja gerade der Boss gespawnt. Versuchen gerade ihn abzuballern. Da ist die. Also muss das hier so sein. Hier ist der Stein. Der weiße. Wenn die so auf Gras aber verstecken, dann wird es dir nicht angezeigt. Zwischen den beiden hier? Einfach hier? Ja. Jawohl. Gott, zwei. Parken genau neben uns die Skelettschaluppe, ey. Die wollen uns provozieren. Sind die untergegangen? Nö, leuchtet immer noch dort. Ich sehe nur ihre Fackeln, also ihr. Wer ist denn das nochmal? Ihr Kerzen, Alter. Ihr Laternen. Die haben gerade auf uns geguckt. Okay, der Gaul Quatsch hat. Hier alle, ja? Ja.